ist, wenn der FC Bayern erfolgreich ist, wenn die Familie gesund ist, wenn die Enkelkinder mit nun zwei Labradoren, meine Tochter hat ja auch einen, hier rumtoben. Das sollten wir alle, die wir die Möglichkeit haben, in München, in Bayern, in Deutschland aufzuwachen, viel mehr respektieren. Was schätze ich an dem neuen Leben? Ja, dass er einfach mal Zeit hat. Dass er für sich Zeit hat. Dass er morgens mal in der Turnhose rumlaufen kann, ohne dass es jemanden stört. Dass er einfach Luft hat für sich. Am glücklichsten erlebe ich ihn, wenn das Wetter schön ist, er raus auf die Terrasse kann, eine Zigarre rauchen kann, dazu einen Aperol Spritz trinkt, dann geht's ihm gut. Ich spüre natürlich nicht mehr diesen extremen Druck, den ich immer hatte, wenn ich, als ich noch mitverantwortlich war für das Ganze. Jetzt bin ich zwar im Aufsichtsrat, ich bin mit dem Verein extrem eng verbunden, aber man spürt, wenn du in die Allianz Arena fährst, am Samstag Mittag fahre ich um die 12:30 etwa los und dieser Druck, der da ist, der kommt erst dann, wenn das Spiel beginnt. Und früher war der ja schon am Abend vorher oder spätestens beim Frühstück. Ich find's schön, wenn er da ist, aber ich freue mich auch, wenn er jetzt wieder ab und zu mal einen Termin hat. Also, wenn du das 40 Jahre gewohnt bist, dass dein Mann nie pünktlich nach Hause kommt und eigentlich von 7 Tage die Woche 4 Tage in der Woche unterwegs ist, dann muss man sich an alles erstmal wieder gewöhnen. Langsam, gell? Macht der Mami ihren Rasen nicht kaputt. Bratzi. Wenn der mal loslegt, dann fliegen ab die Fetzen hier. Ja, mit einem Ruheständler ist es etwas anstrengend. Meine Frau schimpft mich immer, wenn ich so viel telefoniere. Also Uli weiß nicht mal, wo man den Herd anschaltet. Die telefoniert aber privat zumindest. Dreimal so viel wie ich. Kaffeemaschine kann er jetzt, aber ansonsten gar nichts. Und wenn wir einen Stromausfall haben, dann weiß ich, welche Sicherung oder ich weiß, was zu tun. Er nie. Ich glaube, er weiß gar nicht, wo unser Sicherungskasten ist. Wir kabbeln uns natürlich auch öfter. Sie hat eine sehr starke Persönlichkeit, die eine klare eigene Meinung hat, kein Mäuschen. Die muss man schon stark überzeugen mit Argumenten. Und was halt uns auszeichnet, ist das absolute Vertrauen, dass man zueinander hat, dass man weiß, was man am anderen hat und sehr schätzt. Manchmal muss ich sagen, sagt man es zu wenig, das stimmt, da ertappe ich mich auch dabei. Man nimmt zu viele Dinge selbstverständlich. Aber ansonsten ist das schon erstaunlich, dass man nach so langer Zeit sich nicht auf die Nerven geht. Bald 50 gemeinsame Jahre. Seit dem ersten Rendezvous, damals in Ulm. Ich fand ihn einfach toll. Wobei, ganz am Anfang hatte ich mich ja zuerst in seinen Freund verknallt. Und der Freund, der hatte dann das Problem, dass der leider, glaube ich, eine Woche in Urlaub war. Ja, und dann hat sich Uli dahingestellt. Und dann war es vorbei. Ja. Nein, es war einfach, nein, Ulis Art. Nein, wir waren 15, überleg mal. Klar. Der war immer so wie heute, ja natürlich. Er hat für sein Leben gern Fußball gespielt. Fußball und Schule. Gar nicht einfach für Susi, da einen Platz an seiner Seite zu finden. Zunächst zu unserem Schulball. Ich habe mir zwei Termine im Kalender herausgesucht, die für uns nur in Frage kommen können. Vor die Alternative gestellt, Liebe oder Fußball, was würden Sie wählen? Was habe ich dann gesagt? Muss ich und würde ich Fußball wählen. Naja. Frau Hoeneß. Fußball, ist ja klar. Ja, es ist klar, das ist typisch Uli. Ich glaube, das würde er heute noch sagen. Nein, ich meine, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann ja beide Dinge wunderbar miteinander verbinden. Die Liebe zu Susi und dem FC Bayern. Zwei verlässliche Partner.
Erinnerungen, die nie vergehen. Die guten, wie auch die weniger guten. Bei mir ist ja klar, was da bei der Reflexion zuerst kommt. Das ist klar, diese Steuersache, die würde ich gerne ungeschehen machen. Die ist aber nun mal da, die habe ich ja bereut, bedauert. Aber ansonsten muss ich sagen, gibt es nicht so viele Dinge, die ich anders machen würde. Weil ich glaube, dass ich als kleiner Bub oder als 18-jähriger Junge nach dem Abitur von Ulm nach München gefahren bin mit so einem kleinen BMW und erstmal der Keilriemen gerissen ist, kurz vor Langwieder See, eine Ortseinfahrt von München. Wenn ich mir überlegt hätte, was aus mir da geworden ist. Ich hatte damals 50 Mark Taschengeld im Monat und habe dann als Profi bei Bayern München, also Amateur, sogenannter Amateur bei Bayern München, 1200 Mark verdient und hatte 20.000 Mark Handgeld im Jahr. Und dann muss ich zufrieden sein mit dem, was ich, aber auch meine ganze Familie aus dieser Ausgangsposition gemacht haben. Ein guter Kerl. Verlässlich. Immer. Selbst wenn plötzlich ein paar Fans vor der Tür stehen. Hallo. Hallo. Entschuldigung für die Störung. Was soll ich jetzt unterschreiben? Ich bin ein großer Fan von Ihnen. Ja, sehr gut. Und ich bewundere Ihren Einsatz von FC Bayern. Und es wäre einfach schön, wenn Sie mir das signieren würden. Ja, natürlich. Vielen Dank. Kommt's gut heim wieder, gell? Ja, machen danke wir. Schön. Das ist Uli. Uli hat ein riesengroßes Herz und das macht ihn ja auch aus. Was wir alleine hier an Post immer noch kriegen, was die Leute schreiben, was die alles von ihm wollen und wo ich mir immer denke, ich möchte wissen, ob alle anderen, die mal aufgehört haben, genauso viel noch frequentiert werden. Auch die vier Enkelsöhne von Tochter Sabine und Sohn Florian halten den Großvater schwer auf Trab. Ja, bei mir dürfen die viel. Ah, ja. Seine Enkel, die dürfen alles. Mit den Gummibärchen und mal auch eine Cola heimlich. Ich bin wirklich die Strengere, weil ich ja eigentlich immer aufräumen muss. Ich bin ja immer diejenige, die alles, den ganzen Dreck wegmacht. Der Jüngste, der ist ja 5, bei mir darf er mal einen Bud Spencer Film anschauen. Dann sagt er, Opa, wann schauen wir über Ben Spencer? Da nimmt er sich auch viel mehr Zeit, wie er sich für seine Kinderzeit genommen hat. Ist schon was Schönes, wenn der bei mir auf dem Schoß sitzt und dann wir uns freuen, wenn die sich mal ein bisschen prügeln. Die letzten Jahre waren bei Uli an der Grenze, ja klar. Und ich habe das ja auch gemerkt, er war dann unterwegs, er kam nach Hause und lag dann am nächsten Tag, war er platt, da lag er da. Da war er einfach fertig, da hat er teilweise keinen Fuß vor den anderen gekriegt, da war er einfach K.O. Weil Uli war ja immer für alle da. Er hängt furchtbar an Bayern. Ich habe immer, und das ist, glaube ich, eine meiner Eigenschaften, die Dinge auf mich zukommen lassen. Ich bin mir im Klaren, dass ich ein Mensch bin, der flexibel ist, der pragmatisch ist, der relativ schnell auf veränderte Situationen reagieren kann. Ich habe mir immer vorgenommen, die Dinge auf mich zukommen zu lassen und aus der jeweiligen Situation das Beste zu machen. Und ich muss sagen, das ist mir bis jetzt zumindest ganz gut gelungen.